Wir glauben, dass die britische Wirtschaft eine Rezession in diesem Jahr vermeiden wird, während das Pfund aber weiter an Wert verlieren wird. Brian Davidson, Fathom Consulting. In dieser Woche wird die britische Notenbank wohl zum ersten Mal seit der Finanzkrise zu einer Leitzinssenkung greifen. Darüber hinaus besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank auch die wirtschaftlichen Prognosen rekordhaft scharf senken könnte. Die meisten Ökonomen halten genau diese Maßnahmen für erforderlich. Mit was rechnen Sie? Die Märkte rechnen mit einer 25-prozentigen Leitzinssenkung. Die Frage ist, ob die Bank zu weiteren geldpolitischen Stimulationsmethoden greifen wird. Die Meinungen der Ökonomen gehen auseinander. Wir denken, dass die Notenbank dementsprechend handeln wird und den Staatsobligationenkauf um 50 Milliarden Pfund und den Unternehmensobligationenkauf um 10 Milliarden erweitern wird. Die wirtschaftlichen Prognosen wird die Bank mit großer Wahrscheinlichkeit aussenken. In diesem Jahr wird die britische Wirtschaft eine Rezession umgehen können, teilweise aufgrund des sinkenden Sterlings. Das Pfund wird weiter sinken und das nicht nur aufgrund der Maßnahmen, die von der britischen Notenbank am kommenden Donnerstag wohl eingeleitet werden, sondern auch aufgrund des soliden Staatsbudgetmangels, dem heute mehr als 5% des Landes-BIP zukommen. In dieser Woche werden die amerikanischen Daten zum Arbeitsmarkt ausgenommen der Landeswirtschaft veröffentlicht. In den letzten paar Monaten wurden in Amerika monatlich rund 162.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Resultate aus den letzten zwei Monaten liegen aber sehr weit auseinander. Mit welchen Ergebnissen rechnen Sie am kommenden Freitag und wie werden diese die Landeswirtschaft beeinflussen? Wir glauben, dass im Juli rund 190.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Diese Ziffer ist etwas kleiner im Vergleich zum Durchschnittswert aus dem letzten Jahr. Damals zählte man durchschnittlich 230.000 neue Arbeitsplätze. Im Lichte unserer Berechnungen werden 60.000 neue Arbeitsplätze genügen, damit das aktuelle Arbeitsmarktniveau aufrechterhalten bleibt. Alles, was darüber hinausgeht, zeugt von einer steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften. Alles deutet darauf hin, dass in diesem Jahr auch das Einkommen steigen wird, sogar dann, wenn das Tempo, in dem die Beschäftigung im nicht landwirtschaftlichen Bereich wächst, etwas abklingen sollte. Die Ziffer 190.000 ist zwar kleiner als die Ziffer aus dem letzten Jahr, dennoch wächst der amerikanische Arbeitsmarkt immer mehr. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass die amerikanische Notenbank den Zins früher anheben wird, als es die meisten Marktteilnehmer glauben. Okay, welche Daten könnten die Märkte in dieser Woche beeinflussen? Am Freitag wurden die enttäuschenden amerikanischen Daten zum wirtschaftlichen Zuwachs aus dem zweiten Quartal publiziert. Mit diesem Ergebnis hat wirklich niemand gerechnet. Die Daten zu den Lagerbeständen sind teilweise dafür verantwortlich, die recht schwach ausgefallen sind. Diese Daten werden gerade noch ausgewertet, dennoch glauben wir, dass die amerikanische Wirtschaft heute immer noch recht stark ist. Heute werden die Daten zum Geschäftsklima im Bereich der Industrie veröffentlicht. Für die Marktteilnehmer werden die Daten bedeutend sein. Am Mittwoch werden dann die Daten aus dem nicht-industriellen Bereich veröffentlicht. Diese Daten müssten die aktuelle gute Form der amerikanischen Wirtschaft und auch die gute Form des Dienstleistungssektors bestätigen. Vielleicht werden die Märkte dann einsehen, dass der globale Konjunkturrückgang kein wirklicher Grund zur Sorge ist. Eine weitere wichtige Publikation sind die finalen britischen und europäischen Daten zum Konstruktions- und Dienstleistungs-EMI aus dem Monat Juni. Darüber hinaus werden die Märkte auf weitere Informationen bezüglich einer fiskalen Stimulation in Japan warten. Die Details sind bis jetzt immer noch unklar. Denn Schätzungen nach wird das neue Stimulationsprogramm zwischen 6 und 28 Milliarden Yen liegen. Die Investoren werden diese Veröffentlichung genau mitverfolgen. So it remains to be seen to what end of the scale it turns out to be. So I think investors will be looking pretty closely for more details on that. Thank you, Brian. Brian, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, denn das Dukascopy TV-Team hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews vorbereitet. Auf Wiedersehen.